sind im Buch der Sprüche Kapitel 16. Und die Sprüche ja, es sind viele, eine Menge Sprüche, aber es sind ja eigentlich alles Perlen und ich hoffe nicht, dass es Perlen vor die Säue sind wenn wir diese Worte uns anschauen wenn wir uns sie zu Gemüte nehmen zu Herzen nehmen hoffentlich ähm ja wir sind in Kapitel 16 Vers 6 und das ist so eine Perle durch Güte und Treue wird Schuld gesühnt und durch die Furcht des Herrn, weicht man vom Bösen. Durch Güte und Treue, das sind ähm, zwei Worte im hebräischen Chesed und Emmet, die gerade auch so als Paar immer wieder im Alten Testament auftauchen. Chesed und Emmet. Und wir finden sie auch an ganz prominenter Stelle, nämlich da, wo Gott sein eigenes Wesen, seinen Charakter offenbart, sich selbst offenbart. Am 2. Mose 34, Gott hatte Mose berufen, sein Volk Israel aus Ägypten herauszuführen. Und Mose war... Über die Jahre sehr demütig, sehr ängstlich geworden, sehr zurückhaltend. Er war nicht so, dass er gesagt hat, ja, ich bin der Retter Israels, jawohl, los, lass mal loslegen, Gott. Sondern er war eher so, dass er gesagt hat, oh, nee, hm, hm. vielleicht solltest du dir jemand anders suchen, Gott. Ich bin da der Falsche. Aber Gott hat nicht locker gelassen. Er hat ihn seinen Zweifeln, in seinen Ängsten, in seinen Sorgen zugesprochen, ermutigt, aufgerichtet, gestärkt. Er hat ihn seinen Bruder Aaron zur Seite gestellt. Aber er hat nicht locker gelassen und Mose musste ziehen. Und er ist dann gezogen. Das, was Mose dann aber erlebt hat in diesem Weg mit Gott, in dieser Nachfolge, dass er sich hat rufen lassen. Das, was er erlebt hat, ist was unglaublich Kostbares. Nämlich, es, gab, es gibt eine Stelle, wo das dann heißt, dass Gott äh, mit Mose redete wie mit einem Freund. Mose war ein Freund von Gott. Er hat Gott als seinen Freund erlebt. Was Wunderbares. Und da gab es diesen Moment in Moses Leben. Wo er gesagt hat, Herr, lass mich doch deine Herrlichkeit schauen. Er möchte irgendwie mehr von dir. Ich möchte dich in deiner Fülle sehen. Ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Wisst ihr, und das ist das, dieser Hunger nach Gott, der eigentlich erst entsteht, der erst größer wird, je näher wir ihm kommen, je mehr wir mit ihm gehen, desto mehr wächst unser Hunger eigentlich. Danach Gott noch mehr zu erleben, noch mehr zu erfahren, ihn noch mehr kennenzulernen. Das ist was Wunderbares. Und Gott hat gesagt, du, ich kann dir das nicht voll erfüllen. No? Diese Sehnsucht, sie wird sich erfüllen. Eines Tages wird sie sich erfüllen. Für alle, die Gott lieben, sie werden ihn schauen. Sie werden ihn sehen, wie er ist. Das ist unsere große Hoffnung, unsere große Sehnsucht. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber Gott hat Mose gesagt: Das ist so wunderbar, dass du das, so eine Sehnsucht dann hast. Ich will dir etwas von mir zeigen. Ich will dir ein Stück meines Wesens, meines Charakters auf mir, ich will dir einen Blick in mein Herz gewähren. Und dann passiert das. Und dann steht hier in Kapitel 34 Vers 5 in 2. Mose, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen Jahwes aus, den Namen des Herrn. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: "Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue." und emmet. Das ist sein Wesen, sein Charakter. Gott ist reich an Gnade und Treue. Beziehungsweise man kann auch übersetzen Wahrheit. Gnade und Wahrheit. Jetzt sagt unser Spruch, dass durch Gnade und Wahrheit Schuld gesühnt wird. Und hier geht es um Schuld. Und das ist etwas, was das ganze Wort Gottes durchzieht und was auch ein Teil seines Wesens ist, nämlich Emmet, Wahrheit. Gott ist Licht, er leuchtet hinein in unsere dunkle Welt, in unser dunkles Herz hinein. Und was wird dort offenbar? Schuld, Sünde, Verfehlung, Zielverfehlung. Gott hat uns als Menschen geschaffen zu einem bestimmten Ziel nämlich ihn wiederzuspiegeln, ihn zu repräsentieren in dieser Welt. Sein Wesen und sein Charakter soll unser Wesen und Charakter sein. Voller Gnade und Wahrheit. Das sollen wir sein. Aber wir sind es nicht. Und das ist das, was Gottes Emmet, Gottes Wahrheit offenlegt. Es ist etwas, wovon Jesus ganz klar spricht. Er sagt in Johannes, 8, Vers 31. Und das ist im Grunde das Evangelium, was Jesus hier verkündet. Er verkündet das Evangelium, indem er spricht, in Vers 31 von Johannes 8, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt haben, die schon ein Stück Vertrauen gewonnen haben, die sich geöffnet haben für Jesus. Er sagt zu ihnen, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ein wunderbares Evangelium. Es gibt einen Weg in die Freiheit. Wenn du in meinem Wort bleibst, dann wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Aber dann regt sich Widerstand. Da sagen nämlich hier die Leute, sie antworten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Wisst ihr, und das ist das, das Krasse, nämlich dass wir eine wunderbare Botschaft, das Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht. Es ist wahrhaft eine wunderbare, gute Botschaft. Du kannst frei werden. Jesus macht dich frei. Jesus bringt dir Vergebung deiner Schuld, deiner Sünde. Du darfst in die Gemeinschaft mit Gott kommen und in Ewigkeit sein geliebtes Kind sein. Was für eine wunderbare Botschaft. Aber wisst ihr, so wie hier die Juden, reagieren so reagieren doch auch viele Menschen und sagen: ah, ich höre da was ganz anderes raus. Ich höre daraus, dass ich unfrei bin, dass ich ein Sünder bin. Das stimmt doch gar nicht. Was willst du mir denn erzählen? Wir sind doch nicht Sklaven, wir sind frei. deswegen regen sich so viele menschen über das evangelium auf weil in dem evangelium etwas drin steckt was uns probleme bereitet das evangelium ist nämlich gnade und wahrheit und die wahrheit macht uns frei und die wahrheit ist folgende jesus sagt es ihnen er erklärt es ihnen jesus antwortete ihnen wahrlich wahrlich ich sage euch jeder der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wenn du nicht deiner Bestimmung entsprechend lebst, Ebenbild des lebendigen Gottes zu sein, in Liebesgemeinschaft mit ihm verbunden, ihm wohlgefällig zu leben sein Wesen und sein Charakter in dir zu tragen und auszuleben, dann bist du ein Sklave der Sünde. Du bist eben nicht frei. Und das ist das Wort, was Jesus über die ganze Menschheit spricht, denn er sagt, der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Einen gibt es, der ohne Sünde ist. Einen gibt es, den dieses Wort, dass wir Sklaven der Sünde sind, nicht trifft. Er ist kein Sklave, nein, er ist der Sohn. Aber er ist gekommen, um uns, die wir nicht bleiben, die wir zur Verdammnis bestimmt sind durch unsere Sünde der uns frei macht davon und uns wieder zurückführt in die eigentliche Bestimmung nämlich Kinder des lebendigen Gottes zu sein, so wie der Sohn Gottes, wie der einzige, einzigartige Sohn Gottes Jesus. Also dieses Wort, das Evangelium, Gottes Gnade und Wahrheit, die Wahrheit wird uns freimachen. Die Wahrheit ist aber erstmal unangenehm. Es ist das Licht, was hineinleuchtet in unser Leben und aufdeckt, wie es eigentlich um uns beschaffen ist. Denn wir leben so gut wie alle Menschen, wir leben im Selbstbetrug. Wir glauben, dass wir es doch ganz gut gemacht haben, dass wir eigentlich doch ganz richtig sind. Wir glauben, wir sind doch von den Guten. Immer, wenn du einen Film siehst, wenn du ein Buch liest, mit wem identifizierst du dich? Mit dem Guten. Du denkst ja, das ist der Gute, das ist einer von uns. Und ich bin einer von denen. Immer ist es so. Na? klar gibt es auch die ganz Bösen, die dann sagen ja, ich bin einer von den Bösen. So, ne? Mag es den einen oder anderen geben, ne? der das unverblümt so glaubt und annimmt. Ja, ich bin einer von den Bösen. <laughs> Aber er ist ja in der Überzeugung, dass böse zu sein eigentlich das, das Richtige gut ist. <laughs> das ist das Richtige, böse zu sein und dazu zu stehen. Die Wahrheit ist. Wir sind in unserer Sünde, in unserer Sündhaftigkeit, sind wir Sklaven, wir sind nicht frei, wir sind gebunden, wir sind versklavt, wir brauchen Befreiung, wir brauchen Vergebung. Und das steckt natürlich im Evangelium drin und das mag unser selbstgerechtes Fleisch nicht hören. Ja, derjenige, der um seine Sünde weiß, der darum ringt, der tief betrübt ist darüber, dass er in so einem schlechten Zustand ist, der tief betrübt darüber ist und spürt, dass er von Gott getrennt ist und sich danach sehnt, mit Gott verbunden zu sein, der weiß darum, dass es seine eigene Schuld ist, der sich auf die Brust schlägt und sagt, Herr sei mir Sünder gnädig, der hat es leicht, ins Himmelreich zu kommen. Die Kinder haben es leicht, ins Reich Gottes zu kommen. Aber wer hat es schwer? Der stolz und selbstgerecht ist, der reich ist, der alles hat, der nichts braucht und der nicht erkennt, dass er unfrei ist. Der hat es schwer. So sagt es auch Jesus an eine seiner Gemeinden, eine Offenbarung drei. An die Gemeinde in Laodicea, ja, an eine christliche Gemeinde. Du wirst vielleicht sagen: Ja, ich bin noch Christ, ich glaube doch an Jesus, dann bin ich doch gerettet, dann bin ich doch frei. Aber selbst an eine seiner Gemeinden kann er ein solches klares Wort aussprechen, wie hier in dem Sendschreiben an die Gemeinde Laodicea. Und der, dem Engel in Vers 14 und dem Engel der Gemeinde Laodicea schreibe: Dies sagt der Amen, heißt. Amen kommt von Emmet. Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge. Hier ist also die Wahrheit Emmet sehr stark am Wirken. Das Licht Gottes leuchtet hinein in diese Gemeinde. Der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weil weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Boah. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Siehe. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Jesus ist in diese Welt gekommen und klopft. Er ist das lebendige Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes, das hineinspricht. Er ist die Wahrheit, hat er an einer bestimmten Stelle gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er klopft an und hat eine Botschaft für dich, für mich. Ich kenne den Zustand deines Herzens. Ich kenne den Zustand deines Lebens. Du kannst mir nichts vormachen. Hör auf, dir selbst etwas vorzumachen. Du brauchst Heilung. Du brauchst Heil. Du brauchst Licht. Du brauchst Befreiung. Und wisst ihr? Jesus die Tür aufzumachen heißt, ihm zu sagen, ja Jesus, du hast recht. Gott Recht zu geben. Zu sagen, ja du bist wahrhaftig. Du bist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dann macht dich die Wahrheit frei. Solange du aber aufbegehrst und sagst, nein, ich weiß es besser. Solange wirst du diese Freiheit nicht erleben. Du wirst auch keine Vergebung empfangen. Denn das sagt uns Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 5. Und Vers 4 sagte: Das ist eine Freudenbotschaft. Dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Da ist Reinigung, da ist Vergebung, da ist Sühnung von Schuld. Wenn die Wahrheit Raum hat, wenn du wahrhaftig bist, wenn du ins Licht kommst, wenn du zulässt, dass das Licht in dein Leben hineinscheint, wie sieht das praktisch aus? Sagt Johannes hier jetzt weiter in den Versen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Die Tür ist immer noch verschlossen. Jesus klopft immer noch. Wenn wir unsere Sünde bekennen. Ja, Jesus, du hast recht über den Zustand meines Lebens. Du hast recht über den Zustand meines Herzens. Ich brauche dich. Ich brauche Erneuerung. Ich brauche Vergebung. Was passiert? Er ist treu und gerecht dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Und da ist nichts ausgenommen, da gibt es nichts, was zu schlimm ist, zu böse, nichts, was zu ähm, peinlich ist auch, was er nicht reinigen und vergeben kann. Und er vergibt und er reinigt. Du hast dann ein reines Gewissen. Ich weiß nicht, vielleicht sitzt der eine oder andere hier und er weiß seit Jahren nicht mehr, vielleicht hat er es noch nie richtig erfahren, was es heißt, ein reines Gewissen zu haben. Jesus kann dir dieses reine Gewissen, die Kraft des Blutes Jesus, bringt dir ein reines Gewissen. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Wie gesagt, wenn du auf deiner Wahrheit bestehst, auf deiner Version bestehst, damit machst du letztendlich Gott zum Lügner. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Ziel des Ganzen ist nicht, uns alle zu ermutigen, doch hübsch und ordentlich weiter zu sündigen. Aber wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Gott hat es vollbracht. Er hat Sühnung für unsere Sünde gebracht. Durch Gnade und Wahrheit. Und das ist es. Jesus, er ist nicht nur die Wahrheit, in ihm ist auch die Gnade geworden. Wie sagt Johannes in seinem Evangelium, das so schön in Kapitel 1, Vers 14 sagt er, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, ne? wie, wie Mose. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen, als eines Einzelkindes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit und dann auch in vers 17 das gesetz wurde durch mose gegeben, die gnade und die wahrheit ist durch jesus christus geworden. er ist chesed und emet, gnade und wahrheit, und durch ihn kommt sühnung der schuld, vergebung der sünden. dies ist mein blut, was vergossen wird, zur vergebung eurer sünden. Die Wahrheit ist das eine, ohne die Wahrheit, ohne das Licht der Wahrheit, wirst du keine Vergebung empfangen. Aber allein die Wahrheit macht dich nicht, wird dir keine Vergebung bringen, sondern die Gnade, das unverdiente Geschenk Gottes, dass er deine Sünde wegnimmt und sie auf Jesus legt, den einzigen Gerechten. Und dafür die Gerechtigkeit, Jesu, dir Gibt, dir schenkt. Wenn er dich anschaut und du Jesus als deinen Herrn und Heiland angenommen hast, dann bist du rein, gereinigt von aller Schuld. Du hast Jesus angezogen. Er sieht dich und sieht Jesus, den Gerechten. Das ist die Gnade. Und wenn wir Jesus sehen, wie sehr, wie sehr hat er dieses, da ist er tatsächlich die Gnade in Person, Gnade und Wahrheit verbunden miteinander. Wir sehen das so schön in dem Gespräch, das er mit der Frau am Brunnen geführt hat, oder? Mit so viel Gnade ist er ihr begegnet. Hat sie die, die Ausgestoßene, diejenige, die voll von Sünde war, in den Augen ihrer Mitmenschen, ja, und auch in den Augen Gottes. Aber er hat sich hingesetzt mit ihr, hat dieses wunderbare Gespräch mit ihr geführt. Und irgendwann, mittendrin im Gespräch, ja, dann leuchtet das Licht Gottes in ihr Leben rein. Und er zeigt ihr, ich weiß ganz genau, was in deinem Leben los ist. Ich weiß ganz genau, wo deine Schwachpunkte sind, wo du versagt hast, wo du ähm, ja, wo dein Leben zerbrochen ist, wo dein Leben elend ist. Ich kenne das. Und das überzeugt sie, das überführt sie sie ist begeistert davon von diesem Licht was plötzlich in ihr Leben hineinkommt und dann sucht sie danach sie sehnt sich danach den wahren den Gott auf die wahre echte Art und Weise anzubeten und jesus sagte im geist und in der wahrheit geschieht es wir gehen weiter hier in den sprüchen kapitel 16 vers 7 wenn der herr Ach so, nee, ach, wir haben noch eins vergessen hier. Das ist ja die zweite Hälfte vom Vers. <laughs> ja. Genauso schön, noch so ein Pärchen. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das eine ist Vergebung, Reinigung, die in dein Leben hineinkommt. Aber dann kommt dieser Punkt, wo du wieder versucht wirst. Dann kommt diese Tatsache, ja. Schön und gut, Vergebung ist eine wunderbare Sache, aber ich habe immer noch diese Schwachheit in mir. Ich falle immer noch ständig in dieser Sache. Ich fühle mich immer noch gebunden, so wie Paulus es in Römer 7 beschreibt. Er sagt, das Gute, was ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Und dann sagt uns hier dieser Vers, durch die Furcht Gottes weicht man. Vom Bösen. Was heißt die Furcht Gottes? Die Furcht Gottes, ich, mir ist sofort dieses Beispiel von Josef eingefallen. Er war Sklave in einem, einem ägyptischen Haushalt bei einem sehr reichen Mann. Und ähm, ja, dadurch, dass er Gott so wohlgefällig gelebt hat und so ein treuer Diener war, hat ihm sein Herr sehr viel anvertraut. Er hat ihm alles anvertraut in seinem Haus. Und eines Tages war er nicht zu Hause und die Frau seines Herrn, sie hatte ein Auge auf ihn geworfen, er war ein hübscher junger Mann, und sie war so unzufrieden mit ihrer Ehe, ihr Mann hat sie einfach so im Stich gelassen. Und sie hat diesen treuen, diesen wunderbaren Mann gesehen, sie hat sicherlich nicht nur seine äußere Schönheit gesehen, sondern auch seinen Charakter, der sie angezogen hat. Und dann hat sie gesagt: Ach komm, komm her. Dich will ich haben. Mit dir will ich eins werden. Du bist so, so anziehend. Ich bin so voller Mangel, voller Hunger, voller Durst. Komm, liege bei mir. Und was sagt er? Er sagt: Mir ist so viel anvertraut worden von meinem Herrn, von meinem Chef. Aber nicht nur das. Er sagt, wie kann ich ein so großes Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Das kann ich nicht. Warum nicht? Weil die Furcht Gottes in ihm so groß war. Die Ehrfurcht vor Gott, dieser Wunsch, ich möchte die Gemeinschaft mit Gott nicht verlieren. Das ist für mich das Wichtigste im Leben. Darum geht es eigentlich. Dass Gott dir so wichtig ist, dass du alles andere tust, nur nicht dich verleiten lässt zu dieser Sünde, zu der du gerade verlockt werden, willst, werden sollst. Wie kann ich etwas so, so, ein so großes Geschenk, was Gott mir gemacht hat, wie kann ich das wegschmeißen für diesen kurzen Moment der Sünde? Das werde ich nicht tun. Die Furcht Gottes ließ Josef stark sein, diese Versuchung zu überwinden, es hat ihn dazu gebracht, vom Bösen zu weichen. Und das ist das, die Antwort, die Paulus auch hat. In Römer 7 sagt er, wer wird mich davon retten, von diesem elenden Zustand? Und er sagt, ja, dank sei Gott durch Jesus Christus, durch Jesus, und zwar Jesus in mir. Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer oder was ist das? Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist in mir ist diese Furcht Gottes. Und das ist, wie gesagt, das Wort Furcht klingt in Deutschen so, so, so schlecht. Wisst ihr, es ist im Grunde das Gleichnis vom Schatz im Acker. Da ist einer, der ist auf einen Schatz gestoßen. Aber das Land, wo dieser Schatz drauf ist, das gehört nicht ihm. Und er vergräbt diesen Schatz wieder und läuft los aus Freude darüber, dass er diesen Schatz gefunden hat. Und verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen und damit auch diesen Schatz. Die Begeisterung über diesen Schatz Gott selbst haben zu dürfen, seine Gemeinschaft haben zu dürfen in Ewigkeit. Das ist das, was uns Christen dazu führt, alles andere wegzuschmeißen, was uns davon abhält, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Aus Freude darüber, dass Gott sich selbst mir schenkt und dass er mit ihm, dass er mit, ihm, mit, mit Jesus schenkt, er mir alles andere. Er versorgt mich. Er gibt meinem Leben ein gutes, ein ewiges Ziel. Und all das, was vielleicht mal in meinem Leben nicht so gut läuft, egal, das Wichtigste habe ich schon, den wichtigsten Schatz habe ich mit Jesus und den gebe ich nicht wieder her. Diese Furcht Gottes, vielleicht auch diesen, diese, dieses, dieser Gedanke, David hatte das so stark, als er gesündigt hatte und in Sünde und über führt war und darum gerungen hat, im Gebet Vergebung zu erlangen von Gott, da, da drückt er das aus. Nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gegen dich und gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ich weiß, ich spüre, ich merke das. Ich stehe in der Gefahr, das Größte, das Kostbarste, was ich empfangen habe, zu verlieren. Das möge mir nicht geschehen. Das ist das, was dich am Ende wirklich vom Bösen weichen lässt. Kein Gesetz kann das erfüllen. Kein Gesetz, was dir aufgedrückt wird von irgendwem. Das Gesetz hatte keine Kraft dazu. Selbst das Gesetz, was Gott gegeben hat, hatte keine Kraft dazu. Alles Gesetz, was du dir selber auferlegst, Geschwister, manchmal sagen wir, oh, ich, ich, ich streng mich jetzt an. Ich mache mir gute Vorsätze. Aber wir können es nicht, wir können es nicht tun. Es fehlt die Kraft. Die Kraft findest du aber nur im Heiligen Geist, in Jesus, dem Jesus, der sich in dich hineingibt, im Heiligen Geist, und der dich Gott fürchten lässt, lieben und fürchten, so sagt Luther das. Ich will Gott von ganzem Herzen lieben und fürchten, ihn ehren ihn respektieren. Er soll das Kostbarste meines Lebens sein. Und deswegen lasse ich mich nicht zum Bösen verführen, weiche ich vom Bösen. Wenn der Herr an den Wegen eines Mannes Wohlgefallen hat, lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Das ist eine wunderbare Ergänzung dazu. Wir haben viel von den Gräueln gelesen. Das ist dem Herrn ein Gräuel. Aber wisst ihr, Gott hat auch Wohlgefallen an Menschen. Und zuallererst an Jesus. Jesus hat gesagt, das, was ich tue, das gefällt. Alles, was ich tue, ist dem, ist dem Vater wohlgefällig. Wir sehen es in Jesus. Er ist unser großes Vorbild darin. Wir sehen in ihm einen Menschen, der von Anfang bis Ende Gott wohlgefällig gelebt hat. Und das ist es, was uns Christen, wenn du den Heiligen Geist hast, dann ist es dein tiefstes Verlangen, eigentlich das zu hören eines Tages, so wie Jesus das gesagt hat im Gleichnis. Er hat gesagt, es wird dann so sein am Ende, dass die Knechte vor ihren Herrn treten und der Herr dann mit ihnen abrechnet. Und ja, wir wünschen uns zu denen zu gehören, denen gesagt wird, gut gemacht, mein treuer Knecht, du warst über wenigem, Treu, du wirst über vieles gesetzt werden. Geh hinein in die Freude deines Herrn. Das heißt, Gott wohlgefällig gewesen zu sein in seinem Leben. Ein Gott wohlgefälliges Leben geführt zu haben. Wenn wir unser Leben tatsächlich aufgeben, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das gefällt Gott wohl, wenn wir unser Leben auf den Altar legen. Das ist ein Gott wohlgefälliges Opfer, wenn wir unser Leben ihm übergeben und sagen, Herr, hier ist mein Leben. Regiere du, leite du, führe du. Wirke du in mir, wirke du durch mich. Ja, hier steht, wenn der Herr an den Wegen eines Mannes wohlgefallen hat, lässt er selbst seine Feinde mit ihm Frieden machen. Mir ist ein wunderbares Beispiel eingefallen. Das ist der Jakob im Alten Testament. Er hat sich an seinem Bruder versündigt. Er hat ihn aufs Ohr äh, übers Ohr gehauen, aufs Ohr gehauen, übers Ohr gehauen. Er hat ihn reingelegt. Er hat ihn ähm, ausgetrickst und hat sich seinen Segen Geschnappt. Und Esau war so sauer, so wütend. Er wollte ihn umbringen, seinen eigenen Bruder. Er war so voller Hass. Und die Eltern haben gesagt: Jakob, du musst verschwinden. Der bringt dich sonst um. Und haben ihn geschickt in die alte Heimat seiner Mutter. Und dort hat er 20 Jahre im Exil verlebt. Und dann hat Gott ihn gerufen und hat gesagt: Komm, komm wieder. Wisst ihr, und. Als er weggelaufen ist, hat Gott ihm einen wunderbaren Zuspruch gemacht. Er hat gesagt: Ich bin dein Gott. Ich bin. Ich werde dich segnen. Ich werde dich behüten. Ich werde dich sicher wieder nach Hause bringen. Und wisst ihr, was die Antwort von Jakob war? Er war noch voll im Fleisch. Er hat gesagt: Okay, wenn du mich hier heil wieder zurückbringst, dann sollst du mein Gott sein dann will ich dich anerkennen als mein Gott. Und nach 20 Jahren sagt Gott, nach 20 Jahren, wo Jakob viel lernen musste, wo er selber, der er ständig Leute ausgetrickst hat, selber ausgetrickst wurde, wo er viel durchleben und durchleiden musste und viel lernen gelernt hatte schon, hat Gott zu ihm gesprochen, so, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du jetzt mal endlich mal zurückkehren sollst zurückkommen sollst. Und dann hat er sich aufgemacht und ist zurückgekehrt. Aber dann stieg die Angst. Wenn ich jetzt nach Hause komme, da ist Esau. Und Esau wollte mich umbringen. Und die ganze Angst wird so groß. Und was löst es in ihm aus? Alles das, was er in seinem Fleisch immer gemacht hat. Er hat immer manipuliert, immer versucht, die Dinge in die richtige Reihe zu kriegen, immer wieder versucht, die Leute so hinzudeichseln, dass es nach seiner Mütze funktioniert. Aber er merkt in, diesem ganzen, in dieser ganzen Vorbereitung auf die Begegnung mit Esau, ich komme nicht weiter. Ich dringe nicht durch zum Frieden. Ich komme hier nicht zu, zur Ruhe. Und dann fängt er an, mit Gott zu ringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Gott ringt mit ihm und sagt, Junge, jetzt musst du endlich aufgeben. Jetzt mach doch endlich die Tür auf. Mach doch endlich die Tür auf. Gib mir doch endlich Recht. Und lass es zu, dass ich dich segne. Dass ich dein Herr bin, dein Gott, der für dich sorgt, der für dich da ist, der es für dich vollbringt. Und was passiert in diesem Ringen? Erst in dem Moment, wo Gott ihm so richtig eins auswischt ihn so richtig erwischt, an der Hüfte einmal so berührt, ne? er spürt und merkt die Macht Gottes und er kommt da an den Punkt, wo er sich an Gott hängt und sagt, okay, du hast recht, ich brauche deinen Segen, ja, ich brauche deinen Segen, nichts anderes brauche ich als deinen Segen und da ist der Punkt, wo er sein Leben in Gottes Hand gelegt hat. Und das hat Gott wohlgefallen. Und wisst ihr, was passiert ist? Er kommt nach Hause. Esau kommt ihm entgegen. Mit 400 Mann und er kriegt echt die Muffe. Aber was macht Esau? Er streckt die Arme aus und sagt, komm her, mein Bruder. Ist alles wieder gut. Und sie weinen aneinander. Und die ganze Anspannung ist weg. Versöhnung, Vergebung, Frieden ist da. Gott hat es gemacht, in dem Moment, wo Jakob bereit war loszulassen und Gott die Herrschaft zu überlassen in seinem Leben. Und das hat Frieden gebracht. Besser wenig mit Gerechtigkeit als viel Einkommen mit Unrecht. Ja, Gott zu haben ist besser als großen Reichtum. Gerechtigkeit zu üben ist besser als viel für sich zu haben. Besser ist es einen Schatz im Himmel zu haben, als einen Schatz auf Erden. Besser Gott zu fürchten, als sich auf die niederen ähm, ja auf die ja, Geschenke dieser Welt einzulassen, die nur kurz und vergänglich sind. Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Wisst ihr, das spricht von unserer Schwachheit als Menschen. Wir planen unser Leben und es wird doch anders, als wir es gedacht haben. Wir haben die oder die Pläne geschmiedet und dann kommt es doch anders, als wir es uns vorgenommen haben. Es spricht über unsere Begrenztheit. Ja, wir machen unsere Pläne, aber Jakobus sagt: Wenn du deine Pläne machst, dann mach sie so. Wenn Gott gnädig ist, wenn er will und wir dann vielleicht auch noch leben, werden wir nächstes Jahr das oder das tun. Was wissen wir schon? Wer hat schon gedacht, dass wir jetzt seit Wochen und Monaten hier in dieser Corona-Krise sind. Wer hat sich das schon vorgenommen und geplant? Na? Das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Gott hat alles im Griff. Und dann ist es doch besser zu sagen, okay, ich vertraue mich diesem Gott an, denn Gott ist Gnade und Wahrheit. Er ist für mich. Er ist für uns. Dieser Gott, der alles in der Hand hat, der, der mächtige, allmächtige Gott ist. Er sagt, ich bin doch für dich. Komm, lass dich doch leiten. Lass dich doch führen. Lass dich doch gebrauchen von mir. Geh doch mit mir anstatt gegen mich. Na, und es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist für ihn oder du bist gegen ihn. Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, sagt Jesus. Gib nur zwei Möglichkeiten. Entscheide dich doch, diesem Gott zu vertrauen und mit ihm zu gehen, dann lenkt er deine Schritte. Und dann ist es doch wunderbar, wenn ich Gott sage, Herr, lenke du meinen Schritt heute. Ja, ich habe meine Pläne, wir haben unseren Zeitplan und das ist ganz normal und ganz selbstverständlich. Auch für uns als Christen ist es ganz normal, dass wir unsere Pläne haben, unseren Zeitplan. Aber wenn wir mit dieser Haltung in den Tag gehen und sagen, ja, Herr, ich weiß aber, am Ende bist du der Herr und du bestimmst über meinen Zeitplan. Und wenn es dir gefällt und du etwas anderes für mich vorgesehen hast, Herr, ich will mich darauf einlassen, ich will bereit sein, lenke du meinen Schritt. Und dann kommt nichts in unserem Leben am Ende überraschend. Sondern dann ist jede Situation, die uns tatsächlich aus unserem Zeitplan wirft, aus, unserem, ne, aus unseren Vorstellungen, wie wir meinen, unser Leben soll so oder so laufen, dann ist es eine, ja dann ist es etwas, was Gott hineinbringt, wo wir sagen, ja, gut, Gott, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du jetzt da vorhast, was du da machst. Ja, manchmal mag uns das überfordern. Aber weil wir den Gott haben, der jeder Anforderung gerecht wird, können wir uns immer auf ihn werfen und sagen, Herr, ich komme jetzt damit nicht klar, aber du kommst damit klar. Wisst ihr, dieser Vers zeigt uns auch den Unterschied zwischen diesen drei Menschen, die an diesem verletzten Mann vorbeigehen, von dem Jesus spricht. Auf dem Weg zwischen Jericho und Jerusalem. Ein Mann, der unter die Räuber gefallen ist, der im Elend liegt. Drei Männer gehen an ihm vorbei. Zwei, ja, das sind fromme Leute. Und sie haben große, wichtige Aufgaben. Aber sie lassen sich nicht leiten und als Werkzeug Gottes gebrauchen, wo sie es hätten tun sollen, weil sie ihren eigenen Zeitplan höher geachtet haben als den Zeitplan Gottes. Ein anderer aber, der völlig unvollkommen in seiner Erkenntnis Gottes ist, ein Samariter. Er entpuppt sich als der wahre Gläubige, der bereit ist, sich von Gott in seinem Zeitplan durcheinander bringen zu lassen. Okay, Gott, das ist jetzt erstmal dran, das ist jetzt wichtiger? Ich will sehen, was ist mit diesem Menschen? Und dann rührt es sein Herz an, bewegt sein Herz und er schmeißt seinen ganzen Zeitplan über Bord. Der hat bestimmt auch seine Termine gehabt. Ja? Und er nimmt sich die Zeit und kümmert sich um diesen Mann und liebt diesen Menschen, den er nicht kennt, der ihn einfach braucht. So lass uns doch ausstrecken danach, dass Gott uns gebraucht als seine Werkzeuge. Lass uns das Wichtigste sein, dass er die Gemeinschaft mit ihm und Jesus ist da bei dem Verletzten. Jesus ist da bei den Kindern, wie wir heute Morgen gehört haben. Er stellt sie in die Mitte, die uns stören, und sagt uns, nimm dir doch auch diese Zeit. Das ist das Wesentliche, das ist das Wichtige. Vater, wir danken dir für dein Licht, für deine Wahrheit. Für deine Gnade in unserem Leben. Du hast uns geschaffen und du hast uns erlöst aus unserer Sünde. Du hast deinen Sohn gegeben als Sühnung für die Sünde der ganzen Welt. Herr, ja, und wir wollen dir die Tür öffnen, wollen Gemeinschaft mit dir haben. Und nicht nur für einen Moment, nicht nur für, diese, für diesen Moment jetzt hier im Gebet, sondern wir wollen, dass es dauerhaft ist. Komm, Heiliger Geist, erfülle du uns, erfülle du uns neu. Mach du uns, Jesus, groß, den größten Schatz unseres Lebens. Lass du uns, ja, wirklich diese, diesen... Ja, um dieser Freude willen, alles andere verkaufen, alles andere zur Seite packen. Sodass wir, ja, Werkzeuge in deiner Hand sind, die du gut gebrauchen kannst. Menschen, die dir wohlgefällig sind, Herr. Ja. Amen.